Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Atlas Reactor. So, wir haben ein Rask im Team, eine Yuno, ein Lockwood. Das heißt, nein, ich dachte schon, ich darf Damage spielen, aber nein. Ich werde. Gute Frage. Moment. Spielt Dr. Finn jetzt doch Dr. Finn? Okay, dann nehme ich. Wen nehme ich denn da? Dr. Finn, dann nehme ich. Ah, das ist schwierig. Ja, okay, ich nehme Phaedra. Oder wie immer die ausgesprochen wird. Phaedra. Wieder Flyway Freighter. Gremolitions Inc. Garrison, Oz, Helio. Oz habe ich auch noch nicht gezeigt, aber mit Oz komme ich auch nicht so gut klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich tue mich mit dem ein bisschen schwer, kann aber auch daran liegen, Five, dass ich den erst auf Level four, 2 habe. three, two, Ich muss den erst one. noch mal ein paar Mal spielen. Und zum Matchup. Was sage ich denn zum Matchup? Matchup. Garrison und Helio-Kombo ist natürlich echt nicht schön. Weil Helio macht auf Garrison Black Hole und Garrison springt dann in uns rein und dann nächste Runde macht Helio dann noch seine Wand dahin und wir werden durch Garrisons Black Hole durch die Wand gezogen. Das ist eine böse Kombination. Also Helio und Garrison solltet ihr mal zu zweit spielen, das ist eine super Kombination. Bei uns sieht das eher durchwachsen aus. Lockwood ist sehr stark. Juno, ja. Mission starting. Gremolitions hat halt Knockback. Ich weiß nicht, ob die aus dem Ulti rausgeworfen werden kann, aber ich glaube schon. Gehen wir mal hier vorne hin. Weil wenn sich der wer zeigt, wir können ja durch die Wand Schaden machen. Und wieder das Herzchen, aller Herzchen. Nein, Garrison zeigt sich nicht. Okay. Was mache ich denn jetzt? Versuche mir mal Damage Buff zu krallen. Ja, das macht da schon Black Hole. Okay, durch die eine Mine laufe ich durch. Ja, habe ich nicht gekriegt. Verdammt. Verdammt. Ping mal, ich will hier Helio platt machen. Garrison wird da jetzt auf jeden Fall gleich reinspringen. Ja, dann macht er seine Raketen fertig. Raketen fertig machen als Garrison und dann reinspringen. Und dann noch mit der Bubble drauf im schwarzen Loch, das ist echt böse. Aber so toll ist er da jetzt auch nicht gesprungen. Ich kassiere schon ganz schön. Ja, okay, zwei hat er erwischt. Ah, beide treffe ich leider nicht. Ich glaube, ich gehe weiter auf Helio und aktiviere mal meinen Mending Swarm. Dann kann ich mich ein bisschen heilen. Ich guck mal, was ich für Katalyst drin habe. Ja,
Habe ich immer noch nicht geändert. Mit Damage, aber das braucht Fedra eigentlich nicht. Teleport, Medium Distance, ja, das ist Standard, was hier drin ist. Heilung. Heilung braucht sie vielleicht auch nicht so unbedingt. Die Cooldowns sind aber alle recht niedrig. So, dann werde ich jetzt mal mich teleportieren. Das schaffe ich nicht von der Entfernung. Was tun? Gehen wir mal dahin. The Sturgeon is in. Und Helios Sloan. Ah, Garrison trifft mit seinen Raketen nur zwei. Die stehen da auch zu dicht zusammen wieder. Ich charge Helium mal an. Na, wird er nochmal geslowt. Die Bubble war auf jeden Fall nett. Ah, nicht ganz, hat nicht ganz gepasst von der Reichweite. Aber erstmal werde ich nicht getroffen, das ist schon mal super. Wir setzen Helio weiter unter Druck. Das ist doch schon mal nett. Ich bleib weiter an Helio dran. Was machen die da unten? Wieso entfernt sich Lockwood von mir? Ich beschäftige die jetzt einfach. Der Weg nach unten ist einfach zu weit. Die sollten nicht die da. Lockwood sollte nicht da unten angreifen, sondern hier oben. Ich lenke mal Helio und Demolitions ab. Bei ewig halte ich das auch nicht durch. Oh, er hat jetzt Ulti. Your fish move. You wish you had to be. 28 Schaden gemacht. What a load of horror. Brace yourself. I know I am. Ouch, but I'm so cute. Ich muss mir jetzt langsam mal was einfallen lassen. Let's teach him how to fly. The Big Bang. Das heißt, ich werde mich da mal wegteleportieren, weil das echt uncool ist. Ich shifte mal nach da. Weil ich kann nichts mehr machen mit 20 Leben. Und wenn ich da weg bin, werde ich mal, glaube ich, meinen Heal aktivieren, weil das ist ein ganzes Stück, bis ich wieder zu den anderen hinkomme. Helio sollte ich jetzt eh nicht verfolgen, weil er seine Ulti hat. How do you like me now? That's only the beginning. Ah, das sieht nicht gut für uns aus. Where's the tank?
Ich sollte jetzt echt mal meine Füße stillhalten. Ich werde mich jetzt heilen und hier ein Stück runtergehen. Ich bin ziemlich isoliert. Aber es dauert auch nicht mehr lange, bis ich meine Ulti habe. Can't stop me now. Bet you didn't see that coming. Anvil slam. Using catalyst. In the fight. So, was tun? Was tun? Ich laufe mal hier unten lang. Ich bin halt komplett aus dem Spiel so weit raus. Kann nichts machen. Enter the Oasis. Stay one step ahead. We're twinsies. Just what I wanted. There's plenty more where that came from. Let's not quarrel. Helio hat noch immer seine Ulti. Better keep on your toes here. Jetzt ist natürlich die Frage. Nee, das will ich jetzt nicht aktivieren. Charge. Ja doch, kann ich machen. Meine Selbstheilung ist halt auch nicht so toll, wenn ich so wenig Leben habe, weil dann können die mich auch einmal fokussen und dann bin ich tot, ehe die greift. Prepare to have the time of your life. Wir bekommen zwar den Schaden wieder, aber will ich mich vorher erledigen. I'll cut you down to size. Fire and everything. Das tut jetzt weh. Aua. So, er hat seine Ulti. Das Return Damage. Ja, das aktiviere ich jetzt, glaube ich, mal am besten. Bekomme ich zwar vermutlich nur von Ostschaden, aber ich bin eh schon so low vom Leben her. Stick around. We love your company. Nein, und er macht natürlich da seine Ulti hin. Ah. You're on my blacklist. Tja, was jetzt tun? Das sieht alles schon wieder ziemlich kopflos aus, aber der Maelstrom war nicht schlecht. Ich habe jetzt auch meine Ulti. Ja, okay, jetzt schnappt sie sich das. Ja, das ist halt... echt. Gonna be a bloody good party. Das war ein super Katalyst-Teleport. Bam, Ost kaputt gemacht.
The day is darkest before the spawn. Jetzt kann ich mir die Heilung schnappen. Schnapp ich mir mal beides. Das ist super. Einmal Heilung und einmal kann ich dann, wie heißt das nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich kann unstoppable. Dann kann ich länger laufen. Weiter. Okay. Nein. Wen will ich denn haben? Ich glaube, ich gehe mal Richtung... Ja, er hat noch seinen Teleport. Richtung Garrison. Oh, das ist blöd. Where do you think you're going? I hope you got your dancing shoes on. Ich glaube, der Aal war ein bisschen nutzlos. Obwohl, passt das von der Reichweite noch? Ich weiß nicht. 5 turns left. Stay focused. Ja, das sieht doch mal ganz nett aus. Ja. So, und dann auf ihn. Hoffentlich überlebe ich das. Nochmal ein Heal. Von Dr. Finn. Ah, er macht leider einen Teleport. Resurrection is coming for you. Das sieht fast so aus, als ob die zusammenspielen, weil das Timing war echt gut. Four turns left. So, jetzt hau ich alles hier auf ihn drauf, was geht. Und ich bleibe an ihn dran. I make everyone look good. Oh nein. Ah. Das ist aber auch ein Mist. What you don't expect, kill. Call this your just dessert. Oh. Ah, das wird jetzt aber ganz schön knapp. Ich muss auf jeden Fall wieder abhauen. Three turns left. So. Charge. Ja, mache ich mal Charge. Das hilft mir zwar, drei hilft mir zwar nicht mehr, aber was soll's. Da kriege ich noch eine Bubble. Wir sind zu verteilt. Round and round we go. Go hit someone else. Jawohl, immerhin. Immerhin. Careful now. Two turns remaining. You just gonna stand there and watch?
Er hat nichts mehr. Ich werde dann mal mich verabschieden. Nach unten. I'm always one step ahead. Death from above. Aua. Immerhin 4-1, 4-2. Ja, die Ulti war verschenkt. Aber war ja eh nicht mehr viel Zeit. 4-4, wollt ihr mich denn veräppeln? Ist doch wohl nicht wahr. Spawn dann mal da. Oh nee, und er hat nur noch 10 oder was? Oh, bitte. Get over here already. Try to keep up. I'm all fired up. Hat er noch irgendwas? Hm. Overtime. Er hat noch. Er hat nichts mehr. Na, das war's. Das war's. Sieht jedenfalls so aus. Das ist aber echt unglücklich gelaufen. Whatever it takes. Naja, was heißt unglücklich? Die standen halt alle echt doof. Und wir waren zu weit auseinander. Ja, das war's. Ach Mann. Warum denn? Defeat. Das lief von Anfang an nicht so gut. Also wir hätten es beinahe noch gedreht, aber... Es hat nicht sein sollen. Level 4. Neuer Reward. Neue Kiste. Die Stats. 3-1-3. Ja, ich bin Tank. Ich darf sterben. 273 Schaden. Hm, okay. Damage Received 558. Ja, ich habe meinen Job gemacht. Aber Dr. Finn hat so viel Schaden kassiert. Gegnerteam. Hm. Helio hat 615 Schaden kassiert. Wow. Und zu den Fähigkeiten und Ability Mods. Ich habe ja schon mal ein Video mit Phaedra gemacht. Wenn ihr wissen wollt, was ich da so drin habe. Aber ich glaube, das ist sowieso nur Standard. Ich glaube, ich habe das letztes Mal auch im Video gesagt. Und welche Fähigkeiten ihr habt, dann schaut euch bitte das erste Video an. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich riesig über ein Like, über ein Abo und über einen Kommentar freuen. Ich sag da mal bis bald und wir sehen und hören uns.